euch zu sehen. Ich darf heute mit euch das nächste Video machen und wir fangen direkt mit unserem Begrüßungslied an. Dieses Mal bleibe ich sitzen, denn ich habe so wenig Platz, dass ich gar nicht gut tanzen kann. Man sieht mich da nicht gut. So im Sitzen ist es genau richtig. Ich passe gut in die Kamera rein. Wenn ihr möchtet zu Hause, dann steht ihr einfach auf. Da kann man eigentlich besser tanzen. Das habt ihr bestimmt jetzt schon ein paar Mal mit uns geübt und könnt das schon richtig gut. Und jetzt verrate ich euch, worum es heute bei mir geht. Ich mache heute mit euch eine Dschungelstunde. Richtig, wir wollen in den Dschungel gehen. Dazu müssen wir uns erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich glaube, ihr steht sogar noch. Bleibt stehen, das müsst ihr denn dann auch im Stehen tun und ich bleibe sitzen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich stelle mich mal hin. So, ja. Geht nicht, ne? Also ich bleib sitzen, ihr stellt euch hin, weil man muss sich dabei hinten auf den Popo klopfen und das könnt ihr am besten, wenn ihr steht. Machen wir zusammen, die Hände fangen an. Es geht so. Klatscht in die Hände, klatscht sie so. Patsch auf die Knie und auf den Po. Schüttel deine Arme wild umher. Ihr wollt bestimmt noch mehr. Oh yeah! Nehmt ihr so euren Arm, so oh yeah! Okay? Gut, die Hände hatten wir jetzt. Jetzt nehmen wir mal die Finger. Tippt mal mit den Fingern. Los geht's! Tipp deine Finger, tipp sie so. Patsch auf die Knie und auf den Po. Schüttel deine Arme wild umher. Ihr wollt bestimmt noch mehr. Oh yeah! Gut, jetzt rollen wir die Schultern. Roll deine Schultern, roll sie so. Patsch auf die Knie und auf den Po. Schüttel deine Arme wild umher. Ihr wollt bestimmt noch mehr. Oh yeah! Okay, jetzt wird gestampft. Stampf mit den Füßen, stampf sie so. Patsch auf die Knie und auf den Po. Schüttel deine Arme wild umher. Ihr wollt bestimmt noch mehr. Oh yeah! Jetzt wackeln wir mit den Zehen. Wackel mit den Zehen, wackel. So, patsch auf die Knie und auf den Po. Schüttel deine Arme wild umher. Ihr wollt bestimmt noch mehr. Oh yeah! Und als letztes wird jetzt ordentlich mit den Beinen geschlottert. Schlotter mit den Beinen, schlotter so. Patsch auf die Knie und auf den Po. Schüttel deine Arme wild umher. Ihr wollt bestimmt noch mehr. Oh yeah! Super! Und gleich geht's weiter. So, für unser nächstes Spiel braucht ihr ein Flugzeug, mit dem ihr in den Dschungel fliegen könnt. Der ist nämlich richtig weit weg und wir können nicht hinlaufen. Also bauen wir uns ein Flugzeug aus einem Blatt Papier. Ja, das habt ihr vielleicht schon geholt, ansonsten holt ihr es euch jetzt. Das falten wir gemeinsam. Wer es alleine falten kann oder ein besseres Flugzeug falten kann als ich, darf das natürlich gern machen. Okay, wir brauchen zuerst eine Faltkante hier längs in der Mitte.
So. So, ne? Muss gefaltet werden. Ich zeige es nochmal. Faltet das bitte so. Legt es auf den Boden. Und dann könnt ihr hier so schön die Falte nachziehen. Das mache ich jetzt auch. Geht auch ganz schnell. Schaut her. So soll es dann aussehen. Ne? Einmal gefaltet. Ja? Gut. Jetzt müssen wir die Ecken nach innen falten. Und zwar diese Ecke. Okay, so. Und diese Ecke auch. Sieht dann gleich so aus. Die drückt ihr dann auch feste. Das mache ich jetzt auch wieder auf den Boden. Ihr dürft auch Stopp drücken, ne? Wenn ihr länger braucht zum Falten als ich, drückt ihr Stopp. So sieht es jetzt aus. Nun falten wir die nochmal nach innen. Das heißt, diese Kante. So. Ungefähr, ja. Und diese auch. Die Spitze ist immer am schwierigsten. Hier oben gibt es Geknuddel. Ach, das klappt schon. So muss das gleich aussehen, ja. Ich lege das dann auch auf den Boden und falte das dann richtig. Da kann ich das besser. Nicht auf der Couch falten, die ist zu weich. Ihr braucht echt einen harten Tisch oder Boden, wo ihr es falten könnt. Ich sitze immer gerne auf dem Boden. Mit euch im Kindergarten, ne? Okay, dann sieht es so aus. Ihr habt es jetzt zweimal zusammengefaltet. Und jetzt klappt ihr es in der Mitte zusammen. Ist schon fast fertig, euer Flieger. Jetzt kann der natürlich noch die Flügel so ein bisschen hier nach außen gebogen bekommen. Einmal so, einmal so. Ja, ich mache das schnell. Auf dem Boden zeige euch das gleich in die Kamera rein. Okay. Geschafft. Schaut her. Dem habe ich die Flügel zur Seite gebogen. Ne? Jetzt können wir gleich losfliegen. Das ist euer Flugzeug, mit dem ihr in den Dschungel fliegt. Ihr dürft dafür natürlich aufstehen. Ich kann hier schlecht tanzen. Ich habe wirklich nur ganz wenig Platz immer. Hört genau hin, denn manchmal fliegt das Flugzeug runter. Dann fliegt ihr mit eurem ganzen Körper auch mit runter, ja? Manchmal fliegt es hoch und dann könnt ihr bis auf die Zehenspitzen ganz hoch fliegen und haltet das Flugzeug so richtig ganz doll hoch, so hoch ihr könnt. Manchmal fliegt ihr, dreht ihr euch im Kreis. Ich mache dann so, aber ihr dürft euch natürlich mit dem Körper wirklich im Kreis dann drehen, ne? Einmal rum. Und ich fliege eine Kurve, dann fliegt ihr auch eine Kurve. Ich mache im Sitzen mit und ihr dürft mitfliegen. Jetzt geht's los und wir fliegen in den Dschungel. Ich flieg in meinem Flugzeug wohl übers weite Land. Da seh ich viele Leute, die winken mit der Hand. Und jetzt im Tiefflug. Jetzt flieg ich eine Kurve. Ihr Leute sollt mal sehen, wie ich in meinem Flugzeug kann rundherum mich drehen. Nun fliegen wir hoch über den Wolken. Jetzt will ich wieder landen. Mein Ziel soll sein, da kenn ich viele Leute und bin nicht so allein. Hui, und seid ihr gelandet? Im tiefen Dschungel? Da ist alles ganz anders, vielleicht manchmal ein bisschen gefährlich. Jetzt geht es an die Trommeln, die brauchen wir als nächstes. Da wird im Dschungel ganz schön damit Musik gemacht, musiziert. Wenn ihr keine Trommel zu Hause habt, nehmt ihr einfach eine Schüssel, das geht auch zum Trommeln. Oder einen großen Eimer, der ist auch gut zum Trommeln. Holt euch was, wenn ihr es noch nicht da habt. Und wir sehen uns gleich zum Trommellied wieder. Dann treffen wir den König. So, ihr Lieben, nun treffen wir den Trommelkönig von Kalimbo. Der kann richtig toll trommeln und kann ganz viel damit sogar bewirken. Manchmal, da trommelt er sogar die Regentropfen herbei, wenn es lange nicht geregnet hat. Versucht mal, ob ihr die Regentropfen auch machen könnt. Ja, sehr gut. Manchmal ist er wütend, da muss er ganz, ganz wild und schnell trommeln und danach geht es ihm wieder richtig gut. Einmal, da heilt er sogar einen kranken Hund mit seiner Trommelmusik, weil die so schön ist. Und abends, da trommelt er ganz sanft und sacht und das ganze Dorf schläft bei seiner schönen Trommelmusik.
Das Lied wollen wir gemeinsam mal trommeln und ich wünsche uns viel Spaß dabei. Los geht's! Mit dem Trommelkönig. Nun gehen wir noch ein bisschen tiefer in den Dschungel rein. Und da vorne, ich sehe das schon. Oh je, eine verrückte Affenbande. Na, die treffen wir gleich. Angekommen bei der verrückten Affenbande. Na, da ist was los. Das Lied heißt, die Affen rasen durch den Wald. Ja, und das kennt ihr ja alle. Und wenn ihr jetzt zu Hause eine Rassel habt, so eine fertige, ne, dann könnt ihr die nehmen zum Mitrasseln. Vielleicht habt ihr euch sogar auch eine gebastelt daheim. Ich habe mir auch eine gebastelt aus 2 Joghurtbechern. Und da habe ich Reis reingetan in den einen, dann den anderen drauf getan und viel Tesa drum gewickelt. Klingt richtig gut. Ihr könnt auch einfach mal fragen, ob ihr eine kleine Tupperdose bekommt mit ein bisschen Reis drin. Macht den Deckel gut fest und dann könnt ihr die schütteln als Rassel. Das geht zu Hause auch gut. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit braucht, um eure Rassel zu holen oder eure Rassel fertig zu bauen, drückt ihr einfach Pause und kommt gleich wieder. Und wenn ihr die Rassel habt, dann geht's los. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt und dann wird gerasselt. Wo ist die Kokosnuss? Dann rasseln wir immer. Okay? Los geht's. Das kennt ihr alle, da könnt ihr alle mitsingen. Die Affen Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss
sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss. Angelt mal. Genau. Los geht's, das wollen wir singen. Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenonkel, welch ein Graus, reißt ganze Urwaldbäume aus. Reißt mal da dran. Prima. Los geht's. Der Affenonkel, welch ein Kraus, reißt ganze Urwaldbäume aus. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Tante kommt von fern, sie isst die Kokosnuss so gern. Die ganze Affenbande brüllt und dann wird wieder gerasselt. Los geht's. Die Affentante kommt von fern, sie isst die Kokosnuss so gern. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss Mann, dieser Knilch, der wartet auf die Kokosmilch. Nimmt mal einen großen Schluck. Los geht's. Der Affenmilchmann, dieser Knilch, der wartet auf die Kokosmilch. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Baby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss. Die ganze Affenbande brüllt, da ist die Kokosnuss. Das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss. Die ganze Affenbande brüllt, da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Es hat die Kokosnuss. Schreit Hurra, die Kokosnuss ist wieder da. Die Affenoma schreit Hurra, die Kokosnuss ist wieder da. Die ganze Affenbande brüllt. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Es hat die Kokosnuss geklaut. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Strophe ist Vollgas. Da dürft ihr die ganze Zeit so richtig schnell mitrasseln, so schnell ihr könnt. Und ich spiele ganz schnell. Und die Moral von der Geschichte: klaut keine Kokosnüsse nicht, weil sonst die ganze Bande brüllt, wo ist die Kokosnuss? Los geht's, bereit? Und die Moral von der Geschichte: klaut keine Kokosnüsse nicht, weil sonst die ganze Bande brüllt. Gehabt, die irgendwie immer ihre Kokosnuss verlieren. Sowas aber auch, oder? Okay, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen weiter in den Dschungel gehen. Ich bring kurz meine Gitarre weg und bin gleich wieder für euch da. So, ihr Lieben, jetzt wird's wirklich noch spannender. Wir wollen auf Löwenjagd gehen, mal gucken, ob wir einen finden.
Für die Löwenjagd braucht ihr wieder eure Trommeln oder eure Schüssel oder den Eimer, was ihr hattet, ne? Zusammen. Okay, ich stelle meine Schüssel weg, denn ich trommel das lieber auf dem Eimer mit euch. Was brauchen wir für die Löwenjagd noch im Dschungel? Vielleicht so einen Hut, ne, den man im Dschungel trägt, mit so einem Mückennetz vorne dran, so einen Tropenhut. Also, den setzen wir uns auf und prima. Und vielleicht vernünftige Schuhe, das ist immer gut. Also Schuhe anziehen. Und jetzt geht's los, macht euch bereit. Wir machen alle mit. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Halt! Ja, was ist denn das? Ist das ein Löwe? Nein, nein, das ist kein Löwe. Das ist eine hohe Wiese. Wir können nicht oben drüber, wir können nicht drunter durch, wir können nicht drumherum, wir müssen mitten durch. Und das raschelt, wenn wir durchlaufen, hört mal. Das Gras raschelt. Ui. Geschafft! Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Halt! Ja, was ist denn das? Ist das ein Löwe? Nein, nein, das ist kein Löwe. Das ist ein großer Sumpf. Ganz viel Matsch. Wir können nicht oben drüber, wir können nicht drunter durch, wir können nicht außen herum, wir müssen mitten durch. Oh je, na dann stampfen wir mal durch den Sumpf und los geht's. Platsch, 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 platsch. Geschafft! Aber wie seht ihr denn aus? Ihr seid ja total schmutzig von dem Sumpf. Und ich auch. Na, das geht so nicht. Das müssen wir erstmal sauber machen. Aber wirklich hier totale Pampe überall. Na, sowas. Okay, schon besser. Jetzt können wir weitergehen. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Halt! Ja, was ist denn das? Ist das ein Löwe? Nein, nein, das ist kein Löwe. Das ist ein großer See. Wir können nicht oben drüber, wir können nicht drunter durch. Wir können nicht außen herum, wir müssen mitten durch. Wie kommen wir durch den See? Richtig, schwimmen. Also schwimmt mal. Puh, kühl, ganz kühles Wasser, bisschen beeilen. Puh. Ah, gleich und ah, geschafft. Puh. Weiter geht's. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Halt! Ja, was ist denn das? Ist das ein Löwe? Nein, nein, das ist kein Löwe. Das ist ein hoher Berg. Wir können nicht oben drüber, wir können nicht runter durch, wir können nicht außen herum, wir müssen mitten durch. Also jetzt geht's erstmal bergauf. Das geht nur ganz langsam. Puh. Ah. Anstrengend. Geschafft, jetzt sind wir oben auf der Spitze, ne, vom Berg und da hinten geht es steil runter, da sind wir natürlich viel schneller. Wollen wir rennen? Ha! Okay, auf die Plätze, fertig, los! Hui! Geschafft! Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Gehen wir jetzt auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Halt! Ja, was ist denn das? Ist das ein Löwe? Nein, nein, das ist kein Löwe. Das ist eine Höhle. Wir können nicht oben drüber, wir können nicht unten drunter durch,
Wir können nicht außen herum, wir müssen mitten durch. Und zieht mal den Kopf ein, so mit vorsichtigen Schritten in die Höhle. Was ist denn das da vorne? Zwei große Augen, zwei puschelige Ohren, lange Krallen, eine große Schnauze und lange Zähne. Ein Löwe! Schnell auf mich! Über den Berg! Durch den See! Durch den Sumpf! Geschafft. Puh, so schnell gehen wir lieber nicht mehr auf Löwenjagd. Jetzt brauchen wir aber erstmal was Ruhiges nach dieser spannenden Löwenjagd. Ich habe euch da eine kleine Bastelarbeit mitgeschickt. Habt ihr schon fertig gemacht, ne? Wenn ihr das möchtet, dürft ihr das auch machen. Das malt ihr euch einfach an auf dem Blatt, was ihr habt. Die Schlange, es muss auch gar nicht grün sein, wie ihr möchtet. Es kann auch eine ganz bunte Schlange sein. Und danach wird die ausgeschnitten an den Linien. Vielleicht braucht ihr ein bisschen Hilfe oder fragt nach einer Schere zu Hause. Und dann kann man die so richtig schön als Spirale sich aufhängen. Und dann dürft ihr das jetzt in Ruhe machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn ein bisschen bleiben wir noch im Dschungel. Jetzt wollen wir noch ein gemeinsames Zappellied machen. Das ist auch im ganzen Dschungel bekannt. Das kann dort jeder. Und das könnt ihr auch alle mitmachen. Das weiß ich genauer, denn das kennen alle. Das Lied heißt Aramsamsam. Mhm. Genau, das kennt jeder, da kann jeder mitmachen. Los geht's! Aramsamsam, aramsamsam, o Gulli, 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 ramsamsam. Arabi, Arabi, o Gulli, 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 ramsamsam. Und jetzt? Ganz langsam. Aramsamsam, aramsamsam, o Gulli, 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 ramsamsam. Arabi, Arabi, o Gulli, 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 ramsamsam. Ein wenig schneller. Aramsamsam, aramsamsam, o Gulli, 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 ramsamsam. Arabi, Arabi, o Gulli, 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 ramsamsam. Lauter und schneller. Aramsamsam, aramsamsam, o Gulli, 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 ramsamsam. Arabi, Arabi, o Gulli, 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 ramsamsam. Und könnt ihr noch lauter und schneller? Aramsamsam, aramsamsam, o Gulli, 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 ramsamsam. Arabi, Arabi, o Gulli, 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 ramsamsam. Oh, da habt ihr super mitgezappelt. So, ihr Lieben, jetzt wird's leider Zeit. Wir müssen uns auf den Heimweg machen vom Dschungel. Es ist ja wieder eine weite Reise mit dem Flugzeug zurück. Das wollen wir wieder zusammen machen und dieses Mal mit einem anderen Flugzeugspiel. Und zwar braucht ihr dafür eure Hand. Das ist das Flugzeug. Die Hand habt ihr alle dabei. Und das ist ein Fingerspiel. Mit einem Flugzeug können wir alle gemeinsam machen. Los geht's. Kommt ein Flugzeug angeflogen, fliegt ganz hoch in hohem Bogen, senkt sich auf die Erde nieder, kreist dann in die Höhe wieder, rollt dann auf der Rollbahn aus. Alle Leute steigen aus. So, noch gleich nochmal für die andere Hand auch. Das zweite Flugzeug muss ja auch kommen. Los geht's. Kommt ein Flugzeug angeflogen, fliegt ganz hoch in hohem Bogen, senkt sich auf die Erde nieder, kreist dann in die Höhe wieder, rollt dann auf der Rollbahn aus. Alle Leute steigen aus.
zu Hause angekommen. Das war doch ganz schön spannend unterwegs, oder was meint ihr? Mhm. Jetzt fehlt uns nur noch unser Abschiedslied, das wollen wir gemeinsam machen. Dafür dürft ihr sogar sitzen bleiben, das können wir alle dann gemeinsam singen und ihr braucht eure Hände und eure Füße. Habt ihr auch alles, da braucht ihr gar keine Instrumente. Also es geht los, wir klatschen zusammen und singen. Alle Kinder klatschen in die Hände, alle Kinder klatschen in die Hände, alle Kinder klatschen, alle Kinder klatschen, alle Kinder klatschen in die Hände, alle Kinder stampfen mit den Füßen, alle Kinder stampfen mit den Füßen, alle Kinder stampfen, alle Kinder stampfen, alle Kinder stampfen mit den Füßen, alle Kinder sagen zweimal tschüss, 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 alle Kinder sagen zweimal tschüss, 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 alle Kinder sagen, alle Kinder sagen, alle Kinder sagen zweimal tschüss, 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 auf Wiedersehen. Und den gebe ich noch weiter. Wupp. Tschüss.